Jo Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor wenigen Minuten kam das neue Mid-Season 4 Update raus und da gab es natürlich eine neue Waffe, die OTS-9, wo wir uns heute mal anschauen werden, wie man sie am schnellsten und am besten freischalten kann. Zuerst einmal, die OTS-9 ist eine MP, sieht folgendermaßen aus, wurde schon mit unterschiedlichen Wallpapern zusammen mit der Roadmap angekündigt, wo man schon so ein wenig erahnen konnte, wie die ganze Waffe aussieht. Natürlich gibt es auch die zum Mid-Season-Start wieder in Verbindung mit einem Bundle auch zu erkaufen, also du kannst sie dir auch frei kaufen, aber dazu gleich nochmal mehr. Bist du neu auf meinem Kanal oder hast bis jetzt noch kein Like oder Abo dagelassen, hol das gerne nach. Hier gibt's regelmäßig alles zu COD Warzone, sodass du immer auf dem aktuellsten Stand bist. Als allererstes schauen wir uns mal die unterschiedlichen Herausforderungen an. Wie immer kannst du das Ganze über Warzone freischalten, aber auch über den Multiplayer oder über Zombies. Im Multiplayer ist die Aufgabe folgende: Schalte in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen drei Spieler, die unter dem Einfluss einer Taktikausrüstung stehen, mit MPs aus. Ein ziemlich langer Satz, kurz gesagt bedeutet es einfach, dass du drei Spieler töten musst, die entweder gerade gestunt sind, eine Betäubungsgranate oder ähnliches gefangen haben. In der Vergangenheit war es so, dass du in Cold War tatsächlich die Multiplayer-Runden immer bis zum Ende spielen musstest, damit du am Ende diese Waffe auch freigespielt hast. Entsprechend brauchst du da so eine zeitliche Einschätzung mal für euch, pro Runde 15 bis 20 Minuten und das natürlich dann 15 Mal. Falls man übrigens doch aus den Runden rausleaven kann und sie halt nicht zu Ende spielen muss, schreibt es unten gerne mal in die Kommentare, das wäre sicherlich ziemlich hilfreich für einige andere von euch, sodass ihr da nicht ganz so viel Zeit verschwenden müsst. Bei der zweiten Variante schaltet man die Waffe über Zombies frei. Da lautet die Aufgabe: Töte 50 Stürme mit MPs innerhalb von 2 Sekunden, nachdem sie teleportiert sind. Da ich meine Waffe mit Warzone freigeschaltet habe und tatsächlich gar nicht bei Zombies reingeschaut hatte, kann ich das zeitlich nicht ganz so gut einschätzen, würde aber trotzdem behaupten, dass das Ganze in Warzone immer noch am schnellsten funktioniert. Also in Warzone, wenn du in die Beutegeldrunden reinspringst. Weil die Aufgabe hier von Zombies natürlich keinen Sinn für Warzone macht, gibt es hier nochmal eine separate Aufgabe, die lautet: Schalte in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen zwei oder mehr Spieler schnell mit MPs aus. Anders ausgedrückt, du musst einfach Doppelabschüsse mit MPs machen. Ein Doppelabschuss wird dadurch gekennzeichnet, dass wenn du einen Gegner oder zwei Gegner tötest, direkt in gelber Schrift stehen hast: Doppelabschuss. Daran erkennst du tatsächlich, ob das Ganze auch gezählt hat und dein Fortschritt dann hier bei den Freischaltkriterien dazukommt. Das ist auch mein Tipp an euch: Schaltet das Ganze wirklich in Beutegeld, also in Warzone, frei, weil im Multiplayer musst du tatsächlich relativ lange Zeit investieren, um die 15 Spiele immer zu Ende gespielt zu haben. Und ich zum Beispiel konnte in Beutegeld, nachdem ich den Doppelabschuss gemacht habe, immer die Runden rausleaven und der Fortschritt hat trotzdem gezählt, obwohl in der Aufgabe steht, in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen. Aber nochmal kurz zusammengefasst für die Leute, die jetzt das allererste Mal irgendeine Waffe freischalten. Das läuft meistens nach dem gleichen Muster ab, und zwar startest du eine Runde Beutegeld, wählst natürlich das entsprechende Loadout aus, da zeige ich euch gleich nochmal eine Klasse, die sich sehr gut eignet, und springst dann über Storage Town oder in der Nähe von Storage Town ab. In Storage Town ist sozusagen der Hotspot von Beutegeld, wo am meisten Leute sich treffen, wodurch du halt super einfach Kills machen kannst. Die Doppelabschüsse sollten da echt überhaupt kein Problem sein und innerhalb von wenigen Minuten hast du zumindest den ersten Doppelabschuss erledigt, dass du die Runde rausliegen kannst. Hier gibt es jetzt erstmal meine Klasse, die ich euch empfehlen kann. Ich spiele eine Overkill-Klasse mit 2 MPs, einmal mit der Milano, weil die Milano relativ stark auf Distanz ist und du damit eine MP hast, womit du die Doppelabschüsse auf Distanz sammeln kannst. In Kombination mit einer Close-Range-MP, da entweder die MP5 aus Cold War oder wie hier in diesem Fall die PPSH. Selbstverständlich könnt ihr die OTS auch mit irgendeiner anderen MP freischalten und damit Doppelabschüsse machen. Ich habe es nur mit dieser Variante hier getan. Zum Abschluss gibt es jetzt nochmal kurz eine Info zu dem Bundle, weil einfach die gleichen Fragen immer wieder auftauchen. Ja, du kannst dir die Waffe mit dem Bundle hier, was ich dir mal einblende, freikaufen. Bedeutet aber nicht, dass du gleich alle Aufsätze spielen kannst. Nein, du musst die Waffe trotzdem leveln und auch freischalten, um die Aufsätze verändern zu können. Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Freispielen der neuen Waffe OTS-9 und im Anschluss sehen wir uns natürlich im nächsten Video wieder.